Ich bin Captain Belizet. Wir sind im Police Department von San Juan und ich spreche mit Mr. Henry Hurst. Haben wir deine Erlaubnis, dieses Verhör aufzuzeichnen? Von mir aus? Ich habe nichts zu verbergen. Zwei Mädchen wurden erwürgt. Du bist der Hauptzeuge in einem Mordfall. Ich bin sehr reich. Ich habe ein prächtiges Haus und eine bildschöne Frau. Ist der Mörder ein x-beliebiger Krimineller, ist das langweilig. Aber ist er ein angesehener Bürger, dann kommen Schlagzeilen, da bist du im Fernsehen. Du planst doch schon, unser nächster Superintendent zu werden. Na komm schon, Victor. Gib's zu. Ich hab dir den ganzen Abend zugehört. Aber du hast gelogen. Wie wär's, wenn ich dich wegen Verdachts festnehme? Ist das dein Ernst? Ich hatte ihn schon fast. Sie hatten gar nichts. Ich hab dich beim Lügen erwischt. Und das macht mich zu einem Mörder? Ihr habt getrennte Schlafzimmer. Chantal kann ziemlich abscheulich sein, das kannst du mir glauben. Glauben Sie, er ist schuldig? Glauben Sie es? Sie denkt, dass ich es war. Er hat recht damit. Recht womit? Zu hoffen? Recht damit, Angst zu haben. Chantal war im Schlafzimmer, sie war es nicht. Der Hund war bei dir, dann war es nicht. Wieso erzählst du mir nicht die Wahrheit? Weil es dich nichts angeht, verstanden? Sie können mich nicht so behandeln! Ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen würde. Ich muss mehr darüber wissen. Nein, das musst du nicht. Hast du sie gut gekannt? Nein. Oder bist du einfach über sie hergefallen? Sag's mir, Henry! Vergiss es.